Ja, vielleicht hast du häufiger mal Panikattacken, hast schon alles abchecken lassen und es gibt eigentlich keine richtige Erklärung dafür. Und vielleicht hast du auch das Gefühl, das passt eigentlich gar nicht zu dir. Wenn das alles der Fall ist und die Attacken bei dir aber immer wieder kommen und du auf der Suche nach einer dauerhaften Lösung bist, ja, dann kann dir dieser Beitrag vielleicht weiterhelfen, nämlich mit einem ganz anderen Ansatz mit der Ernährung. In diesem Video erkläre ich die Zusammenhänge zwischen Panikattacken und Essen. Und ich gehe auch auf die Lösung ein. Los geht's. Zunächst noch ein wichtiger Hinweis. Panikattacken gehören natürlich zuerst in die Hände eines Arztes. Dieses Video richtet sich an Menschen, die auch mit medizinischer Unterstützung keine Erklärung und keine Lösung für ihre Panikattacken finden. Ja, wie sich Panikattacken anfühlen, das spürst du ja selbst am besten. Und es kann auch eine ganze Reihe an Begleitsymptomen dabei geben, wie zum Beispiel Atemnot, Brustschmerzen, Herzrasen, Herzklopfen. Oder auch so ein enge Gefühl, so ein Ziehen oder Druck in Hals oder Brust. Man kann Ohrgeräusche dabei haben, Piepen im Ohr oder auch so ein Rauschen im Kopf. Es kann sein, dass einem schwindelig ist, dass man Zittern hat. Und was manche vielleicht auch kennen und was wirklich richtig übel ist und beängstigend, wirklich schrecklich, das ist Todesangst. Dass man also aufgrund des körperlichen Zustands das Gefühl hat, dass man sterben wird. Alles in allem einfach nur furchtbar, ein schrecklicher Zustand. Manchmal gibt es auch Panikattacken in Kombination mit Depressionen oder in Kombination mit Angstzuständen oder mit anderen Dingen noch. Und all das kann mit dem Essen zusammenhängen, auch wenn man sich das erstmal gar nicht vorstellen kann. Wie genau, das werde ich dir jetzt erklären und im Anschluss werde ich auch darauf eingehen, was du dagegen tun kannst. Ja, wahrscheinlich ist beim Arzt auch schon mal dein Blutzucker überprüft worden und in den allermeisten Fällen ist der ja unauffällig. Trotzdem können diese Symptome mit dem Blutzucker zusammenhängen, auch bei unauffälligen Werten und natürlich auch bei auffälligen Werten, das ist klar. Denn der Arzt, der achtet nur auf zwei Extremwerte, und zwar auf einen stark erhöhten Blutzucker und auf einen stark erniedrigten Blutzucker. Denn beides kann lebensbedrohlich sein und deshalb muss der Arzt da auch einen Blick drauf haben. Was aber nicht überprüft wird, das sind die Blutzuckerschwankungen während des Tages. Blutzuckerschwankungen hat natürlich jeder, das ist also eigentlich normal. Normal allerdings nur in einem gewissen Bereich. Und diesen Bereich nenne ich jetzt mal Normbereich. Viele Menschen liegen aber nicht mehr in diesem Normbereich, die haben stärkere Schwankungen. Und diese stärkeren Schwankungen, die können Symptome verursachen, weil sozusagen die, naja, ich nenne das mal so, die Feinjustierung der beteiligten Hormone gestört ist. Und Symptome, die damit in Zusammenhang stehen können, die wurden mal veröffentlicht von einem amerikanischen Endokrinologen, der heißt Dr. Med St. Amang. Der hat ein Buch geschrieben, da geht es eigentlich um Fibromyalgie. Das ist eine chronische Schmerzerkrankung. Aber viele Menschen sind von diesen Blutzuckerschwankungen betroffen und sie wissen es gar nicht. Man muss also auch nicht Fibromyalgie haben, um Symptome durch Blutzuckerschwankungen zu bekommen. Das haben also auch Gesunde oder anders Kranke. So, zu den Symptomen, die Dr. St. Amang in seinem Buch nennt, so sieht das aus übrigens. Ich halte das nochmal eben kurz in die Kamera. So, zu den Symptomen. Mit und ohne auffällige Blutzuckerwerte können gehören Panikanfälle, Herzklopfen, Herzrasen, sogar Herzrhythmusstörungen nennt er in seinem Buch. Er nennt Albträume und Schlafstörungen, Ohnmacht. Er nennt natürlich auch Angstzustände und Zittern, Schweißausbrüche, Kopfschmerzen, Druck im Kopf, Schwindel, Ohrgeräusche, Taubheit und Prickeln. Das kennen bestimmt auch einige. Konzentrationsprobleme, Erschöpfung, Krämpfe und noch viele weitere Dinge. All das kann mit zu starken Blutzuckerschwankungen in Verbindung stehen. So sagt er das auch und so erklärt er das auch in dem Buch. Und wie gesagt, die Schwankungen werden nicht gemessen beim Arzt. Diese Schwankungen, die können innerhalb der Werte liegen, die beim Arzt kontrolliert werden. Also dieser extrem niedrige und der extrem hohe Blutzuckerwert. Die Schwankungen können unter diesen, also innerhalb dieser beiden Werte sein. Und das löst dann aber auch schon Symptome aus. Die Frage ist nun, warum haben manche Leute stärkere Blutzuckerschwankungen? Und das hängt mit dem Insulin zusammen. Das ist ein Hormon, dessen Hauptaufgabe darin besteht, den Blutzucker zu senken. Und bei manchen Leuten ist die Regulation des Insulins nicht mehr so stabil, wie das mal früher war. Ist sozusagen wie ein ausgeleiertes Gummiband. Wenn man das messen wollte,
Das ginge. Dann müsste man nur Insulin zusammen mit dem Blutzucker über mehrere Stunden beobachten. Und dann würde das Problem sichtbar werden. Also das würde ein Arzt dann erkennen. Solch eine Untersuchung wird in der Schulmedizin aber nur selten gemacht. Meistens so im Zusammenhang mit Diabetes. Und die Problematik taucht aber schon meilenweit vorher auf. Ja, woher weiß ich das? Zum einen weiß ich das von Dr. Sangamang aus dem Buch und zum anderen bin ich selbst von diesem ausgeleierten Gummiband betroffen und ich bin in diesem speziellen Bereich der Ernährung ausgebildet und habe schon viele Klienten bei einer Ernährungsumstellung begleitet und gesehen, wie sie bezüglich der Symptome profitieren. Ich habe erst vor kurzem ein Coaching mit einer Frau abgeschlossen, die eine ganze Reihe an Symptomen hatte, unter anderem auch tägliche Panikattacken. Die ist mit mir ins Coaching gegangen, hat ihre Ernährung entsprechend umgestellt und die Attacken und auch andere Symptome sind nun verschwunden. Die hat sie nicht mehr. Es gibt natürlich auch noch Dinge, die noch da sind, aber sie ist total glücklich, dass sie diese Panikattacken los ist und das kann ich total gut verstehen. Ja, für Panikattacken kann es natürlich viele Gründe geben und das sollte man, wie gesagt, unbedingt medizinisch abklären. Wenn man aber auf diesem Weg nicht weiterkommt, dann kann es sich lohnen, sich mal mit der Ernährung zu beschäftigen. Es klappt vielleicht nicht in allen Fällen, aber ich denke, es ist doch ein Versuch wert, oder? Wenn man dafür diese schrecklichen Attacken los wird. Ja, wie macht man das nun? Das wollt ihr sicherlich alle wissen, logisch. Man stellt seine Ernährung so um, dass man nichts mehr isst, was eine zu starke Wirkung auf den Blutzucker hat. Hört sich einfach an. Wenn man das schafft, dann kommt man wie ein Gesunder in eine stabile Blutzuckerlage. Und alle Symptome, die damit in Verbindung stehen, die verschwinden dann auch. Ja, Menschen mit kleineren Symptomen oder mit geringeren Symptomen, die können dabei meist etwas toleranter sein bezüglich der Lebensmittelauswahl. Menschen mit stärkeren Symptomen, wie zum Beispiel Panikattacken, die müssen meist deutlich strenger sein in der Umsetzung, um dann eben auch symptomfrei oder symptomfrei zu werden oder Symptomlinderung zu bekommen. Und ja, was sind das für Dinge, die eine Wirkung auf den Blutzucker haben? Das sind Zucker und stärkehaltige Kohlenhydrate. Ich gehe gleich auch noch genauer darauf ein, was das ist, was das bedeutet. Oft ist das ja so, dass die Menschen, die stark darauf reagieren, auf die Kohlenhydrate, gleichzeitig auch unbedingt Kohlenhydrate brauchen und sich ein Leben ohne gar nicht vorstellen können. Aber das ist kein großes Problem. Wenn die Ernährung richtig umgesetzt wird, wenn man das also wirklich richtig macht, dann geht dieser Japp auf Kohlenhydrate nach wenigen Tagen weg. Es braucht nur eine gewisse Umstellungszeit. Die kann vielleicht in einem oder anderen Fall ein bisschen unangenehmer sein, aber es ist machbar, es haben schon viele geschafft. Und ich gehe gleich auch noch genauer auf die Kohlenhydrate ein, wie ich es eben schon gesagt habe. Ich möchte aber vorher noch zwei Dinge sagen. Erstens, es hilft nichts, die Kohlenhydrate mal wegzulassen. Dann kommt man aus diesen Blutzuckerschwankungen nicht raus. Die wird man nur los, wenn man konsequent in der Umsetzung ist. Denn die Schwankungen, ausgelöst durch irgendwas an Kohlenhydraten, ich sage jetzt mal ein Brötchen zum Beispiel, die können 1 bis 2 Tage anhalten und dann hat man schon längst wieder nachgelegt. Also deshalb ist es wirklich wichtig, konsequent in der Umsetzung zu sein. Viele von euch denken wahrscheinlich schon an eine Low-Carb-Ernährung und im Prinzip ist das auch nicht falsch. Aber die übliche Low-Carb-Ernährung, wie sie weit verbreitet ist, funktioniert hier nicht ausreichend. Und ich vermute, das hat mit diesem Gummiband zu tun, das wahrscheinlich einfach zu stark ausgeleiert ist. Die Symptome stehen und fallen mit der richtigen Umsetzung. Und wer da wirklich stark von betroffen ist, der muss leider, ja, ich sag mal, größere Opfer bringen, sich mehr anstrengen, strikter sein. Dann ist einfach eine strikte und strenge Form der kohlenhydratarmen Ernährung das Richtige. Und die liberalen Formen sind ja nicht dafür geeignet einfach. Also man kann das natürlich machen, aber man wird die Symptome dann nicht los, die man loswerden möchte. So, nun möchte ich auf die Kohlenhydrate zu sprechen kommen. Das Ganze betrifft die Zucker- und die stärkehaltigen Kohlenhydrate. Und was das bedeutet, das möchte ich mal anhand dieser Folie zeigen. Zu den zuckerhaltigen Kohlenhydraten gehört alles, was irgendwie gezuckert ist. Alles, wo man durch den Supermarkt geht und es steht Zucker als Zutat dabei. Oder Ahornsirup oder Kokosblütenzucker oder auch der gesunde Honig. All das hat eine Wirkung auf den Blutzucker. Auch gesunde Obstsorten können problematisch sein. Und dann gibt es da noch die Stärke. Das sind unsere Sattmacher, unsere Beilagen. Brot, Nudeln, Reis, Kartoffeln und vieles weitere hat
auch noch eine zu starke Wirkung in diesem Fall auf den Blutzucker. Ich habe hier noch die Ballaststoffe genannt, da habe ich auch schon Einschränkungen gemacht, weil auch bei sehr empfindlichen Personen zum Beispiel Hülsenfrüchte nicht machbar sind. Und an dieser Stelle werde ich meist gefragt, was man denn dann noch essen soll. Und das ist klar, weil da sind viele Dinge bei, die viele Menschen jeden Tag essen und wovon sie dann satt werden. Ich werde gefragt, wie soll man dabei satt werden? Ist das gesund? Und ich kann nur sagen, ja, das ist gesund. Es ist sehr nährstoffreich, wahrscheinlich in manchen Fällen nährstoffreicher als vorher. Und ja, man wird auch satt und das auch für viele Stunden. Wie man das umsetzt, damit das funktioniert, das kann man sich selbst erarbeiten. Zum Beispiel mit Hilfe dieses Buches von Dr. St. Amann. Der Schwerpunkt dieses Buches liegt allerdings bei der Erkrankung Fibromyalgie. Aber er geht in einem Kapitel auch auf die Ernährung ein. Und weil garantiert jemand danach fragt, habe ich schon gesagt, werde ich es unten verlinken. Das ist klar. Ansonsten biete ich als Coach natürlich auch Unterstützung an. Zum Beispiel mit Hilfe meines Videokurses. Da kann man sich alles selbst erarbeiten. Der Titel bezieht sich zwar auch auf Fibromyalgie, die Umsetzung bei Panikattacken und Depressionen ist aber die gleiche. Deshalb ist es also auch machbar für Menschen ohne Fibromyalgie, aber ich spreche am häufigsten Menschen mit Fibromyalgie an und deshalb habe ich den auch so betitelt, diesen Videokurs. Es ist natürlich so, dass ein Videokurs nicht immer jedermanns Sache ist und natürlich biete ich auch persönliches Einzelcoaching an. Mehr darüber erfährst du hier auf meiner Webseite. Ja, es gäbe noch so viel dazu zu sagen. Wirklich, das ist so ein umfangreiches Thema. Und wenn du das vertiefen möchtest, mehr über die Zusammenhänge erfahren möchtest, dann schau dir doch als erstes oder als nächstes einfach mal dieses Video an. Dort geht es zwar auch im Schwerpunkt um Fibromyalgie, aber wie gesagt, bei Panikattacken und Depressionen ist die Thematik die gleiche. Und es lohnt sich meiner Meinung nach, dort mal reinzuschauen, wenn man mit dem Thema noch ganz neu ist. Sei gerne nächste Woche wieder dabei. Ansonsten eine gute Zeit für dich.